Hallo und herzlich willkommen zur 112. Folge Minecraft Infinity Rift Reloaded mit mir, eurem Lyria und Opa Zockt. Guten Tag. Opa? Ja. Hast du vergessen, Mahlzeit zu sagen? Nein, habe ich nicht. Also, ich habe nichts gehört. Ich glaube, meine Zuschauer haben auch nichts gehört. Dann musst du dir die Ohren waschen. Ja, genau. Oh, hallo! Autsch! Das hat wehgetan. Da detoniert doch tatsächlich so ein verdammter Nether-Creeper von meiner Nase. Ich überlege gerade, was ich suche. Eisen und, was war das noch? Silber. Eisen brauchst du, Silber brauchst du, Gold brauchst du wahrscheinlich sowieso, weil du vorhin was von Elektrum gesagt hattest. Ach, Gold habe ich über 1000 Stück. Okay. Auch nicht verkehrt. Hallo, Creepy! Aua! Aber wenn wird denn gleich in die Luft gehen? Aber wenn man. Oh, hallo Pigman. Aber wenn man was natürlich sieht, dann sollte man es natürlich trotzdem mitnehmen. Ja. Mein Gedanke war, in den Nether zu gehen, nur wegen Glowstone. Und was sammle ich gerade alles ein? Alles Mögliche, aber nicht nur Glowstone. Kommt aber ganz selten vor, dass du wirklich nur wegen einer Sache losrennst. Was willst du machen, Opa, wenn du Sachen siehst und dir denkst, hey, das brauche ich doch auch? Richtig. Du findest meistens doch Sachen, die du eigentlich gar nicht wolltest, aber dann anschließend auffällt, dass du die Sachen doch brauchst. Also ich habe einmal es gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt wirklich nur los und hole nur das, was ich brauche. War dann wieder zu Hause und dachte mir so, okay, jetzt brauchst du das andere und gehst dann wieder los. Und das macht halt keinen Sinn. Nee, macht's auch nicht. Deswegen alles, was man sieht, mitnehmen. Ja, es macht auch umso mehr Sinn, dass man den Nether mal einen Tag zurücksetzt. Weil es wird der Nether wirklich dermaßen ausgeschlachtet, auch wenn der nahezu endlos groß ist wie die Overworld. Aber man hat ja auch prinzipiell auch nicht unbedingt Lust, das Kilometer weit zu wandern, um wirklich Ressourcen noch zu finden. Ach, also ich muss jetzt nicht unbedingt Kilometer weit wandern und habe trotzdem hier mehr als genug Ressourcen. Ja gut, okay, also beschweren kann ich mich da auch gerade im Moment nicht, weil direkt in meinen unmittelbaren Nähen finde ich immer alles Mögliche. Einzige, was ich mittlerweile nicht mehr farme, ist Kobalt und Ardite. Weil das brauchst du letzten Endes wirklich nur für Materialien wie Werkzeuge. Richtig. Aber wenn du die Werkzeuge bereits auf der höchsten Stufe hast, dann brauchst du das Zeug einfach nicht mehr. Haben ist besser als brauchen. Richtig. Ich nehm's trotzdem mit. Ja, natürlich. Wenn ich dann irgendwann über 1000 Stück davon rumliegen habe, wenn ich mich dann wundere, alles klar, okay. Den Scheiß brauche ich wirklich nicht mehr. Naja, hast du dir vorher noch hunderttausende Tinkers-Werkzeuge herzustellen? Ich glaube nicht, ne? Deswegen, ich sammle auch gerade hier schon wieder dieses, wie heißt denn das Zeug? Nitril oder sowas. Ich glaube, ich habe das noch nie gebraucht. Also die Ressourcen, die ich wirklich nicht brauche. Die lasse ich auch wirklich in der Wand stecken. Ich glaube, es gibt keine Ressource, die man nicht, also wirklich nicht komplett brauchen würde. Peridot? Brauchst du bestimmt auch für irgendwas. Ja, aber nur für die jeweilige Mod. Aber wenn du mit der Mod nichts machst, absolut nichts machst, weil du damit nichts anzufangen weißt. Oder Saphirerz? Ey, jetzt fange ich schon an, weil es mir ja auf den Senkel geht, dass ich die Pigments einfach töte mittlerweile. Ja, die droppen auch so schön Goldnuggets und so ein Zeug. Aber mit Glowstone bin ich schon recht zufrieden. Ich habe schon über 2 Stacks Glowstone, glaube ich. Erst? Ja, erst. Ich weiß, du hast natürlich bedeutend mehr.
Nö, das nicht unbedingt, aber du bist ja schon relativ lange hier unten, oder nicht? Ja. Oh. Irgendwie ist meine Tasche voll. Gut, dass mein Magnet die Sachen an mir dran heftet, dass die nicht gleich runter in die Lava plumpsen. Warum explodiert Eisen so oft? Bei mir explodiert bis jetzt gar nichts. Okay, ich habe ungefähr 4 Stacks Glowstone, Opa. Wie lange bist du jetzt hier unten? Eine ganze Folge plus jetzt die 5 Minuten. Aber es liegt auch mit daran, weil ich gerade nicht nur Glowstone farme. Weil ich nehme tatsächlich alles mit, was mir zwischen die Pfoten kommt. Unter anderem sogar jede Menge Netherquarz. Weil Netherquarz brauche ich auch für Stonecraft. Um die Essenzen einzusammeln, die übrig sind, damit keine Wisps spawnen. Das ist richtig, aber ich sage mal so, ich bin jetzt seit 6 Minuten hier unten und wie heißt es denn? Mein Rucksack hier, mein Links ist fast voll. Ja, ich habe 2 Back of Holdings. Meine erste Back of Holding ist ja auch randvoll. Ja, wird sich über sich die Batterie gleich wieder freuen, wenn wir dann beide zurück sind und dann ist man ordentlich Rohstoffe verarbeiten. Da kannst du dich bei mir auch gleich drauf einstellen. Deswegen sage ich, da wird sich die Batterie dann drauf freuen. Ja, was soll man machen? Man kann sich schlecht mit einer Handkurbel hinstellen und die Erze von Hand drehen. Könnte man theoretisch schon. Schon, aber wer macht das jetzt noch? Du wirst es wahrscheinlich bald machen, weil der Strom ist nämlich, wenn ich zurück bin, höchstwahrscheinlich leer. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Das wäre aber hart kacke, ne? Was ist das hier? Silber. Ja, das nehmen wir doch mit. Oh, Silber habe ich auch schon einiges. Ich nehme auch gerade noch Zinn mit. Was war das denn? Merkwürdig. Dachte mir jetzt gerade was entglitten. Weißt du, warum ich immer Kobalt abbaue? Warum? Weil ich denke, dass es Lapis und steht am Fest, sondern steht das hier nur Kobalt. Wegen Lapis? Weil das aussieht wie Lapis? Ja, Lapis ist blau. Kobalt ist auch blau. Ja, ja, schon richtig. Aber man kennt doch die Erzunterschiede. Ich nehme einfach mit. So, schon wieder über den Stack Glowstone. Yippie. Kupfer nehme ich auch gerne mit, weil du weißt ja, da kommt sehr gerne Gold bei raus. Ja, Kupfer habe ich auch so ein bisschen was. Meine Enhanced Sackmill wird sich zu Hause freuen. Kurzfristig. Nur solange die Energie noch da ist, ich weiß. Ja, aber die Sackmill ist verdammt schnell geworden. Ich denke mal, das summiert sich letzten Endes. Der Stromverbrauch summiert sich also quasi gleichbleibend mit dem Energieverbrauch. Ist nicht Stromverbrauch und Energieverbrauch das gleiche? Also es ist 1:1. Nein, weil du gerade das gesagt hast, der Stromverbrauch summiert sich mit dem Energieverbrauch, aber es ist doch beides das gleiche. Ich war etwas falsch ausgedrückt. Ich habe gemeint, dass der Stromverbrauch genauso hoch geht wie auch die Geschwindigkeit, dass es quasi 1:1 ist wie die normale Sackmill hat. Natürlich vorausgesetzt, nicht ganz. Darauf ankommen, welchen Grinding Ball du hast. Ich glaube, das ist nicht ganz 1:1. Oh, hallo Gold. Meinst du, es wird mit der Enhanced Sackmill sogar noch teurer oder vielleicht sogar einen Tacken günstiger? Weil das muss sich ja irgendwie ausgleichen, weil die Sackmill ja wirklich arschteuer ist, die Enhanced Version. Ja, das ist nur, weil sie schneller ist. Aber umso schneller sie ist, desto mehr Energie verbraucht sie auch. Naja, das stimmt. Lapis, oh, meins. Lapis. Gold. Jede Menge Gold sogar. Adait brauche ich nicht.
Mein Multi-Werkzeug werde ich demnächst nochmal upgraden. Dafür brauche ich ja diesen speziellen Slime, diesen violetten Slime. Mithril, was ist Mithril nochmal? Ich glaube, da kannst du auch, glaube ich. Also ich glaube, du kannst aus Mithril doch auch diese speziellen Münzen prägen, die du auch wiederum verwenden kannst für die Produktion von Strom. Ach nee, warte mal, das ist Mana-infundiertes Erz. Daraus machst du tatsächlich diese Münzen für Strom. Teilweise solche Quatschrezepte drunter. Du kannst aus dem Mana-infundiertes Erz sogar Platten daraus herstellen, das hat gar keinen Sinn. Genauso wie die Zahnräder, absolut sinnlos. Ja, die numismatische Presse macht aus einem Mana-infundierten Ingot 3 Mana-Münzen. Und die Mana-Münzen macht den numismatischen Dynamo 150.000 RF. Also immerhin für die Stromproduktion würde es sich lohnen. Also solltest du mal darauf, auf diese Generatoren zurückgreifen, kriegst du jede Menge Material von mir, was ich nicht, also was du dafür verfeuern könntest. Also, oh, Scheiße. Hör auf zu brennen, Mann. Hör auf, mich zu bespucken. So. Nur ein toter Gast ist ein braver Gast. Das ist einfach nur so geil. Die Pigments einfach nur One-Hit. Ja, wie gesagt, ich kenne die Waffe von Das ist Lapis. Von Redstone Arsenal. Redstone Arsenal ist verdammt verdammt stark. Ich mag die Mod. Die ist toll. Ich werde mir davon auch demnächst wieder meinen Bogen machen. Das ist eine richtig geile Fernkampfwaffe. Das Einzige, was ich sehr traurig finde, ist, ich finde verdammt wenig diese... oh, die Tasche ist voll, auch nicht schlecht. Von RF-Tools, diese speziellen Kristalle. Weißt du, wie ich meine? Wahrscheinlich nicht. Nö. Kann ich sofort sagen, die Dimensional Shard. Von denen hätte ich ganz gerne noch einige mehr, aber die sind hier ein bisschen rarer gesät. So, wie viel hast du jetzt davon? Von der ganzen Mining-Tour kann ich dir sagen, wie viel ich habe. Ich habe lediglich, jetzt habe ich es aus, also 6 Stück, 6 Dimensional Shard Ores. Die sind 6? Verflucht rar gesät. Oh, das ist noch ein? Ja. Noch ein Ores. 6 Dimensional Shard Ore. Richtig. Also Erze, genau. Mehr habe ich bis jetzt nicht gefunden. Das Zeug ist verflucht rar. Ich habe 54 jetzt in der Zeit. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, wo das Zeug herbekommst, aber hier über wo ich rumfliege, ist nichts für ein Zeug. Das finde ich wirklich nur seltener. Was ist das denn für ein Viech? Hallo, geh mal weg. Hör auf zu brennen, hör auf zu brennen, hör auf zu brennen. So. Alter, hör auf zu brennen. Das ist immer eine richtig schöne Glowstone-Ader hier. Die kann sich doch mal sehen lassen. Was war das denn für ein Viech? Vor allem, wo ist das jetzt hin? Wow, geil. Das ist viel Glowstone. Das macht sogar einen Gott glücklich. Yeah.
Das ist eine dicke Ader. Wahnsinn. Allein diese Ader dürfte schon über einen Stack ergeben. Vielleicht sogar schon zwei Stacks. Oh Mann, jetzt kommen wir wieder. Warum kommen jetzt davon so viele? Ich habe hier noch so viel Zeug zum Abbauen. Geht weg. Okay, muss ich euch töten. Gucken wir. Ich habe was eingesammelt, was ich nicht brauche. Blood Leaves. Brauche ich nicht. So, ich habe, ja, 3 Stacks Glowstone. Nice! Ja, ich glaube, ich muss meine Truhe gleich abbrechen. Aufgrund von Platzmangel. Ja, okay. Wie viel habe ich jetzt? Nein, das war das Brot. Obwohl, nee, warte mal, ich habe noch. Noch habe ich Platz. Da ist noch mehr Glowstone. Der Vorteil, weil ich das mit meiner behutsamen Picke mache, ist, dass ich die Blöcke immer im Ganzen kriege. Das heißt, ich mache kein Verlustgeschäft damit. Und weil ich noch die Compacting Drawer benutze, die das von Dust in Blöcke umwandelt, mache ich erst recht keine Verluste. Weil wenn du es in die Sackmühle schmeißt oder sonstigen Schredderverfahren, hast du immer das Pech, wenn du, ja, dass noch mal ein Glowstone verloren geht. Och Mann, geh doch weg hier, ganze Viecher. Meine Güte. Wir auch. Was wird's noch, will ich noch haben? Ich bin zufrieden mit der Ernte. Äußerst zufrieden. Das nenne ich doch mal eine ordentliche Anzahl an Glowstone. Ja, und dann die Folge sowieso gleich schon wieder zu Ende ist, liebe Zuschauer. Ich würde sagen, ich mache das hier wirklich diesmal versprochen. In der nächsten Folge sind wir wieder in der Overworld. Und dann machen wir mit dem weiter, wo wir stehen geblieben waren. Ich glaube, ich sollte mal mein Home woanders hinsetzen. Ja, du hast ja schon mal das Problem mit dem abgebauten Bett oder mit dem schwebenden Bett gehabt. Ja, mein Homepunkt ist jetzt zum Glück der, wo ich meine Teleporter- und Receiver-Plattform habe. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das kann weg, 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 das. Ein scheiß Goldschwert brauche ich auch nicht. Silber. Mal ohne Blödsinn, wo findest du wirklich diese ganzen, das habe ich schwer vergessen, wie das Zeug heißt, die Dimensional Shards. Weil ich kann hier rumfliegen, wie ich will. Die Dinger sind nirgendwo zu sehen. Ja, ich bin einfach nur ganz normal unterwegs halt, ne? Du weißt doch, Opa, das ist wie in den Höhlen. Wenn du da rumläufst, wo alles Mögliche offen ist, jede Menge Wände, findest du ja wirklich das geilste Zeug. Aber hier findest du wirklich absolut nichts? Also zumindest das Zeug findest du nicht. Mal gucken, was muss ich denn hier mal rausnehmen? Das kann raus, das kann raus, das kann raus, das kann raus, das kann raus. Komm in die Lava rein. Die blöden Höllenhunde können ja sogar in Lava schwimmen. Priorisiert das Platin. Oh, wo kommt ein Platinum raus? Oh, warte mal, habe ich noch Dark Steel Wine Emotion, habe ich noch. Und mal wieder 31 Gold. Aluminium, 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 Pulver ist Silber. 40 Silber gerade mal. Ich sammle aber auch gut Draconium-Ohr. Du willst bestimmt irgendwann was mit Draconium-Ohr, mit dem Draconium machen. Also es ist eigentlich, es ist scheiße viel Aufwand.
Ja, es ist zwar scheiße viel Aufwand, aber es hat sich gelohnt. Überleg mal die Rüstung, die wir hatten. Da war das absolute Nonplusultra. Das war das i-Tüpfelchen. Haben wir wieder 70 Diamanten mitgebracht. Auch gut. Diamanten nehme ich auch zum Glück einiges mit. Weil ich habe nicht annähernd so viele Diamanten wie du. Ich habe 30. Nur 30. Ja, natürlich, meine Cards fressen so viel Diamanten, das glaubst du gar nicht. Also Kannst du wirklich die nicht auf unzerstörbar machen irgendwie? Diamanten. Absolut nicht. Also Das tut ganz schön weh. ich mache es jetzt von Diamant auf Gelgadorien. Nee, auf Hardend. Und Hardend ist dann halt schon deutlich angenehmer. Und ich dachte, Diamant-Version wäre schon das absolute Diamant, Oberste. nein, Diamant ist Anfänger. Ist Anfänger. Diamant ist Anfänger. Dann kommt Gelgadorien. Dafür brauchst du halt auch Diamanten und sowas. Und danach kommt. Nee, Quatsch, danach kommt erst Hardend und dann kommt Gelgadorien oder sowas. Aber das ist halt richtig übel. Was ist denn die höchste Stufe, die du kriegen kannst? Die allerhöchste Stufe. Gelgadorien. Oder wie das heißt. Galgadorian, okay. Und das hält wie lange? Das weiß ich noch nicht. Soweit war ich noch nicht. Galgadorian dürfte aber auch ganz schön nervig sein herzustellen, gehe ich mal von aus. Also ich war, sagen wir so, Diamanten hält eigentlich, keine Ahnung, wenn die dauerhaft fahren, 3, 4 Stunden. Ich denke mal, Echt? Hardend wird auch so in die Richtung mit, keine Ahnung, 10, 12 Stunden gehen. Und ich denke mal, so Galgadorien da, oder Galdorien, ich weiß nicht, wie das genau ausgesprochen wird, das geht mit Sicherheit 30, 40, wenn nicht sogar 50 Stunden. Also, dass es sich doch durchaus lohnt, das Zeug zu benutzen und sich den Aufwand zu machen. Ja, ansonsten, weil ich das kann ich halt nicht automatisieren, das muss ich halt immer manuell reparieren. Ja, die Reparatur ist klar. Das habe ich schon fast gedacht, dass das nicht automatisch funktioniert. Aber du kannst das Gelgedorian später durchaus automatisch herstellen lassen. Wenn du soweit bist mit einem automatischen Herstellungssystem. Das kann ich nicht automatisch herstellen lassen. Das ist viel zu kompliziert dafür. Okay. Dann kommt aus Zinn nur Iron raus? Noch nicht mal, doch, ab und zu. Was ist das jetzt denn? Ja, wo kommt das Glowstone da und her? So. Ah, jetzt habe ich da irgendwas reingeschmissen, was da nicht rein sollte. Full Obsidian, was Gold. Ah, Blei habe ich reingeschmissen. Und Dust habe ich. Diamond Dust, Lapis Lazuli Dust, Zerdus Quarz Dust, Spektral Dust. Wo sind denn diese komischen Dimensional Shards? Also ich habe insgesamt 101 Shards. Also nicht Ohr, sondern Shards jetzt insgesamt. Aber bist du dir sicher, dass du die Dimensional Shards brauchen wirst? Da ich ja später den Infuser bauen werde, kannst du mir genauso gut die Shards geben und die Maschine, die du infused haben willst, bringst du mir einfach. Ja, aber dann brauche ich ja für die Maschinen, die ich infusen will, brauche ich ja dann auch Infused-Zeug. Also für Maschinen zum Craften brauchst du, soweit ich weiß, kein Infused-Zeug. Richtig, aber wenn ich was. Alter, was machst du denn hier? Dann kannst du doch rüberkommen mit deiner Maschine bei mir infusen lassen. Ja, aber wenn ich sie infusen lassen möchte, brauchst du ja zum Infusen lassen auch Shards, oder? Ja. Deswegen habe ich gedacht, du kannst mir deine Shards übergeben Ja, und dann dann habe ich ja kann ich keine damit Charts alle mehr, wenn Maschinen. ich damit was infusen möchte. Deswegen habe ich gesagt, dann kommst du zu mir rüber und lässt sie bei mir infusen. Richtig, aber dafür brauche ich ja die Charts. Ja. Kacke, das ist viel zu wenig. 52 Silber. Gut, dafür nochmal 3 Stacks Gold. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks Eisen. Das ist zu wenig.
Also bei Gold kann ich einfach nicht Nein sagen, wenn mir Gold zwischen die Pfoten kommt. Oh, ein bisschen LED. Ganze Glowstone, das ist Wahnsinn. Kobalt, Kobalt. Eine Wisp. Mal gucken, was du hast. Das ist die Frage, was habe ich gerade gebaut? Oder was wollte ich bauen? Ein Ordo. Wunderbar, ich habe einen Ordo-Kristall gekriegt. Die Wisp. Ach so, warte mal, ich brauche diese Boiler-Upgrades da, ne? Ne, Boiler-Upgrades nicht. Turbinen-Conversion. Habe ich noch gar nichts gebaut? Ich habe bei mir in der Singleplayer-Welt auch mal diese Dampfturbinen gebaut. Aber irgendwie, ich war nicht wirklich davon überzeugt, dass die Turbinen wirklich so viel mehr bringen. Der Dampf, der verschwindet ja auch so einfach. Ja, deswegen hast du eine Schaltung dran. Also ein normaler Dynamo auf Grund, ohne dass jetzt irgendwelche Upgrades drin hat, macht 80 RF. Ein Dynamo auf Grund macht 480 Millibuckets Dampf. Aus 480 Millibuckets Dampf mache ich dir aber 240 F. Also es ist dreimal so viel. Problem ist nur, ich habe das genauso ausbalanciert selber bei mir gebaut gehabt. Da war irgendwie, lief meine Dampfturbine trotzdem nicht effizient. Sie lief, also sie ging, dann ging sie wieder aus. Dann brannte sie wieder, ging wieder aus. Brannte sie wieder und war wieder aus. Das war schon irgendwie merkwürdig. Dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ja, das befürchte ich auch. Wenn das bei dir so gut läuft, dann muss ich was falsch gemacht haben. Oh, ich brauche einen Hammer. Was ist denn der günstigste? Ist der Forge-Hammer oder der Engineers-Hammer? Ist günstiger. Das Einzige, was mich bis jetzt noch nicht enttäuscht hat, ist die Solartechnik. Oh, davon bin ich enttäuscht. Ich habe gleich eine Back of Holding nur gefüllt mit Glowstone. Glowstone habe ich tatsächlich noch 1662. Ah. Stimmt, da hatte ich irgendwann vor 2-3 Folgen mal eine ganz schöne große Menge geholt. Ich konzentriere mich gerade nur noch bevorzugt auf Glowstone. Weil Glowstone enthält auch ein wichtiges Element, wenn ich mit Soundcraft was machen will. Och man, Zombie, geh weg, ich habe keine Zeit für dich. Ich spiele nachher weiter. So, Steam, Maximum Steam 320 Millibucket pro Tick nimmst du. Ich habe auch so viel Netherrack dabei, da will ich wirklich, da kann ich wirklich eine eigene Lava-Produktion mit aufbauen. Ja, wie gesagt, ich mache aus Lava nur noch Dings. Ja, aber dann nutze ich doch lieber die Pumpe und pumpe ein bisschen die Lavaflüsse aus. Und was machst du mit dem Netherrack? Was wobei Zufall beim Abfallen mit wegfällt? Also ich
Also mit Netherrack könnte ich auch diese hübscheren Nether Bricks machen. Damit kannst du ja auch bauen. Das sieht ja auch nicht so schlecht aus. Closed Loop Cooling. Cooling ist noch. Oh, geh doch weg. Ich Dorfbewohner würde von dir, dir. Opa, ich würde dir aber für bessere Effizienz empfehlen, dass du die Augments benutzt. Effizienz und Steigerung. Nein, ich nutze nur Fuel Catalyzer. Also nur wirklich Also Sprit. nur Steigerung. Nein, nur Sprit weniger. Ach so, also, nee, das ist Efficiency, was du meinst, meine ich. Fuel Catalyzer nutze ich. Katalysator quasi, okay. Oder macht das Ding Efficiency? Das Ding macht Efficiency, genau. Das ist sehr gut. Kriegst du auf jeden Fall mehr raus. Was ist das denn Brennt für ein zwar Ding? langsam, aber kriegst mehr Greatly raus. increases power. Achso, das ist für Magmatikdynamos, okay. Wo ist denn Machines, Redstone Furnace? Wo ist denn der Dynamo? Nein, ich suche. Nein. Dynamos, increased output, genau das mache ich nicht. Increased efficiency, genau das mache ich. Site, das ist nein, das ist der. Das ist der. Magmatic Dynamo, Compression, Reactant, Enervation, Numismatik. Das heißt, ich kann, ja, dann kommt da rein nur Effizienz rein. Ja, würde ich dann auch bei bleiben. Oh, Moment. Ja, ansonsten müsste ich so eine riesen Farm aufbauen, das wäre gar nicht möglich. Los, mach mal schnell von meiner Magnitude die 27 Level hier weg. Dankeschön. Aber kann ich die auch in den beim Dampf mit reinpacken? Das ist ein Unterschied. Das muss ich gleich mal. Ach, ich weiß, was ich holen wollte. Aber ich glaube, das Oh, machen der wir in der Gast nächsten möchte Folge. spielen. Aua. Aua. Gib mir doch mal die Flut, komm, jetzt, Mann. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr habt es gehört, liebe Zuschauer. Das war's für diese Folge. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß, genauso wie wir. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin, ciao, Leute. Tschüss.